Season 4 steht vor der Haustür und somit auch die neue Wüstenmap, die mit Season 4 reinkommen wird. Was wünschst du dir persönlich auf der neuen Map? Schreib's doch einfach mal unten rein. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß. Es gab ja wirklich eine krasse Diskussion, wann jetzt wirklich eine neue Map im Fortnite Battle Royale rauskommen wird und was genau es beinhalten wird. Und dann hat Epic Games sich gedacht, sie fügen einfach mal im Rette-die-Welt-Modus einfach mal eine Wüstenmap hinzu, welche allerdings nicht nur für Rette-die-Welt gedacht ist. Ich meine, Rette-die-Welt ist zwar das eigentliche Fortnite, allerdings ist der Battle Royale-Modus einfach viel erfolgreicher. Für die Leute, die es nicht wissen, Fortnite ist eine sehr krasse Anlehnung an PUBG gewesen, welches Spiel bevor Fortnite wirklich angefangen hat, wirklich richtig hart zu hypen, auf dem Weg war, eines der größten Spieler der Welt zu werden, und Fortnite praktisch diese Zielgruppe, die dieses Spiel angesprochen hat, noch ein bisschen rüber auf ihr Game gelenkt hat, weil das Spielprinzip gar nicht mal so unterschiedlich ist, wie man denkt. Es sind beides die größten Battle Royale Spiele, die es jemals gegeben hat, doch PUBG ist gerade dabei, die dritte Map herauszubringen. Die zweite Map in PUBG war eine Wüstenmap. Und Fortnite zweite Map wird auch eine Wüstenmap sein. Im Hintergrund seht ihr Gameplay, das auf den Servern von Rette die Welt aufgenommen wurde, wo ihr so ein bisschen Eindruck von der neuen Wüstenmap bekommen könnt. Denn so ungefähr wird das aussehen, wenn die neue Map rauskommen wird. Denn es macht einfach keinen Sinn, für den Rette die Welt Modus eine ganze Map zu machen. Obwohl es viel logischer wäre, das Ganze auch für Battle Royale rauszubringen, was einfach viel mehr Erfolg für das Spiel bringen würde. Meine persönliche Meinung ist, wenn sie wirklich das Ganze so umsetzen, wie es in Rette die Welt gemacht hat, würde es extrem geil sein. Dementsprechend wird die Landschaft sehr an den Grand Canyon angelegt sein. Bedeutet, dass die Map nicht genauso eben sein wird wie die jetzige. Und es viele verschiedene Höhenunterschiede gibt, wo auch einfach mal ein riesiger Fels im Weg steht und einfach mal eine riesige Schlucht ist. Was ich extrem feiern würde, weil man halt Gegner nicht auch noch auf, keine Ahnung, 1 Kilometer Entfernung sehen kann, ist beispielsweise. Somit wären die Kämpfer auf jeden Fall sehr eingeschränkt auf die kürzere Distanz. Und ich finde, dass die Wüstenmap auf jeden Fall ein ziemlicher Unterschied zu der normalen Map sein wird. Und ich finde auf jeden Fall, dass die neue Wüstenmap, wenn sie denn kommt, eine ziemliche Abwechslung in das Spiel bringt, was extrem positiv ist. Es wurde allerdings noch nicht zu den Orten gelegt, die vielleicht in der neuen Wüstenmap am Start sein werden. Und ich habe auch ehrlich gesagt da wirklich keine Vorstellung. Allerdings werden jetzt auch weitere Theorien aufgeschlagen, dass es vielleicht auch etwas mit dem Komet zu tun hat. Denn dieser wird natürlich zum Ende vom April einschlagen. Und wie wir wissen, ist eine Wüstenmap sehr schwer bewohnbar. Und es kann natürlich sein, dass der Komet es gar nicht auf Tilted House abgesehen hat, sondern auf die ganze Karte. Es gibt nämlich eine Theorie, dass wenn dieser Komet einschlägt, aus der jetzigen Map halt die Wüstenmap wird. Ob das Ganze stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch selbst nicht genau, was ich davon halten soll. Aber ist auf jeden Fall interessant, würde ich mal sagen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und eure Theorie. Das würde mich extrem interessieren. Ich würde mich extrem freuen, würde denn demnächst die Map hinzugefügt werden. Es würde einfach frischen Wind in das Spiel bringen und einfach noch mehr Abwechslung hinzufügen. Was ist eure Meinung? Schreibt einfach mal in die Kommentare, das soll es eigentlich fürs heutige Video gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.